Hallihallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Assassin's Creed 3. Ja, der Grund, warum ich gerade ein bisschen angepisst klinge, ist mal wieder Fraps. Bisher wollte ich gerade die nächste Folge hier rendern, Nummer 15. Und dann schaue ich so, ja. Okay, hier wieder der Teil von der 14, da hier von der 16. Tja, und was fehlt mal wieder? Nummer 15. Deshalb werden wir das jetzt einfach kurz nachholen. Und zwar war das, wo war denn das? Moment kurz. Genau, die hier war das. Bla bla bla, der Teufel steckt im Detail, genau. Gut, wir werden da jetzt ziemlich gleich durchrushen. Weil ich ehrlich gesagt gerade noch etwas zu tun habe. Das hatten wir glaube ich alle schon. Ja, bla bla bla. Ja, und es ist nämlich Mathe lernen. Ja, wie gesagt, deshalb verstecke mich in dem Karren. Versuche ich jetzt einfach mal. Moment kurz. Diese ganze Mission in unter 10 Minuten durchzukriegen, wenn es recht ist. Wir müssen da rein, richtig? Soll ich mal ganz kurz was ausprobieren, was wenn wir einfach durchs Tor gehen? Okay. Diese Kanonen sehen nach Ärger aus. Gut, das hatten wir alles schon. Sollte ich sie sabotieren. Wir wissen ja schon, wie das Ganze läuft. Einfach hier. Wo ist der? So, hat keiner gemerkt. Dann kann er uns auch nicht mehr Ding in die Quere kommen. Bla bla bla, kann ich nicht schneller reden. Also ich bin gerade echt ein bisschen Zeitdruck. Welchen Grund nannte er? Er sagte, eine diplomatische Lösung sei gar keine Lösung. Was jetzt zwar nicht optimal ist zum Aufnehmen, aber... Naja, Hauptsache haben wir die Nummer 15. Was wieder der gerne kam, der ist doch letztes Mal dahin gefahren, ne? Einer von euch. Ah, fuck. Ah. Weil ich aus dem blauen Gebüsch raus bin. Diese Kanonen sehen nach. Ja, ah, da ist er ja. Ja, das heißt, er hat gerade eben gebackt. Ah, der Mann hat gebackt. Der Mensch hat auch gebackt. Er ist einfach umgefallen. Ah! Wie viel? 1,50 haben wir schon. Ah, fuck. Müssen wir uns beeilen. Nein, nicht plündern. Die 11 Pfund können wir uns auch sonst einschieben. Aber ich weiß gar nicht, ob 11 Pfund da reinpassen soll. Hui, weg. Derzeit die Oberhand hätte. Das mag ja sogar stimmen. So ungern ich es zugebe. Dennoch sieht er nicht, wie töricht das ist? Es behagt mir sicherlich auch. Er ist in der Heimat und der Gruppe verteilt. Und ich fürchte, Brothers Brüder macht ihn leicht. Und komm. Seine Männer in Gefahr. Der Grund, warum ich gerade nichts sage, ist, weil ich denke, dass wir leise sein müssen. Aber das muss ich ja gar nicht sagen. Nur der hier. Das macht doch einfach. Wo ist der General jetzt? Er sammelt die Truppen. Und dann zieht in der Portokäfer. Letztendlich. So, hier oben ist ja eine relativ gute Position zum Ausharren. Oh, da ist schon ein böses Ding da unten, gell? Ich nur schon, dass wir da jetzt nicht rauskommen. Diese Karte wird sicher nicht so sein. Ich muss sie finden. Gut, dann schnappen wir uns mal die Karte. Wo sind die hin? Egal.
zufällig, oder? Ja, sieht uns sicher nicht. Muss mal pfeifen. Der andere ist schon weg, gell? Weil das letzte Mal, als ich das gemacht habe, haben wir George Washington getötet. Und das war nicht ganz so zielführend. So, erstmal müssen wir den da oben abschießen. So, schmeißen wir die weg. Die will doch kein Mensch mehr haben, so eine alte gerne Knarre. Oh, wie viel Zeit haben wir? 4 Minuten schon. What the fuck? Noch die Kanone machen, ja. Na. Oh. Komm, Alter, ich habe nicht genug Zeit für deine Spielereien hier. Ah, irgendwie ist es schon extrem schade, weil das eine extrem geile Folge war, die ich da aufgenommen hatte. Hä, hey, ich meine doch, dass ich die gerendert habe. Ich habe die doch gerendert. Hä, hey, warum habe ich den Scheiß gelöscht? Beziehungsweise, wohin ist der Scheiß gegangen? Das ist merkwürdig. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das gerendert habe. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da das ein oder andere noch rausgeschnitten habe. Oder beziehungsweise übertönt. Ah ne, die andere Kanone fehlt uns noch, gell? Warte, das ist nur eine Nebenmission, die Kanone. Na egal, wir wollen ja so viel wie möglich Animus-Popel einsammeln. Doch, natürlich haben wir das schon gerendert. So, bitte. Natürlich haben wir das gerendert. Natürlich, klar. Natürlich, da haben wir den da reingeschmissen. Natürlich, ich hatte es doch. Ich hatte es gerendert. Habe ich es vielleicht schon hochgeladen? Wenn ja, dann wäre es jetzt ziemlich kacke. Ja, genau, da haben wir den so hingeworfen und dann seine Eier so da gelandet, dass sie im Feuer waren. Keine Ahnung! Hä? Weh, ich habe das jetzt schon hochgeladen. Ja, das wird mich richtig anpissen. Dann habe ich jetzt schon 6 Minuten 51 verschwendet. Nur um das nochmal aufzunehmen. Aber mir kommen gerade echt Zweifel, gell? Hierher, Jungs! Ach, bla bla bla. Lass mich in Ruhe. Ja, guck mal, wir haben doch keine Chance, wir haben doch einen neuen Säbel gekauft. Natürlich, das war das doch. Ha, wie geil, die hilft uns. Verdammter Schnee! Ich stecke fest, da ist er! Los! Weg los! So entkommt er nicht! Ah, der hat sich jetzt das Ding von dem geschnappt. Lol. Okay, das war gerade irgendwie geil. Wie sieht's aus? Braddock ist fort, um Truppen zu sammeln. Sie marschieren nach Fort Duquesne. Was dauert, bis sie bereit sind? Wir haben Zeit, etwas zu planen. Nicht nötig. Wir lauern ihm auf, hier in Flussnähe. Geh und ach hol nee, ach Leute. Bitte nicht. Ich hole die meinen. Das war da auch drauf. Ich lasse dich wissen, wenn es soweit ist. Ach, scheiße. Nee, ich kann das nicht gelöscht haben. Echt nicht. Weil wir hätten jetzt noch 2 Minuten, um die nächste Mission auch noch zu machen. Ach bitte. Wisst ihr was? Ah nee, ja. Scheiße, ich kann das jetzt gar nicht nachschauen. Dann müssen wir die auch noch machen.
Naja, wir haben ja Freude dran und noch ungefähr anderthalb Minuten, eine Minute. Komm, das kriegen wir auch in einer Minute noch hin, da freuen wir uns. Ja, ja, ja. Gleich kommt so ein ewig langes Video, auf das kein Mensch Lust hat. Also ich auf jeden Fall gerade nicht. Ihr wahrscheinlich schon, weil ihr es noch nicht kennt. Okay, dann versuchen wir es unter 15 Minuten. Ja? Jetzt war es zu kalt. Jetzt ist es verdammt heiß. Und schwimm dazu, der reinste Sumpf, sagt ich euch. Ganz zu schweigen von den Moskitos. Wetter und Ungeziefer sind bald schon unsere geringste Sorge. Was? Ihr meint die Bulldogge? Ha, Wind! Er wird gar nicht wissen, was ihm geschieht. Wo ist der gute Lee schon wieder hin? Zurück zu Braddock, seinen Dienst ableisten. Ich vermute mal, Bulldog war nicht begeistert nach unserer Nummer. Lee wird ihm erzählen, ich sei unfähig und um Vergebung bitten. Er ist gut mit Worten, ganz besonders, wenn es um Schmeicheleien geht. Er empfängt ihn sicher mit offenen Armen. Somit hätten wir auch einen Spitz. Ganz genau. Es sei denn, ihr hättet unseren Feind unterschätzt. Dem so ist, das schalt sich bemerken und fliehen. Es gewiegt uns hier bleibt. Gibt's eigentlich zwei? Oder ist es nur... Ach, fuck, Video. Ich sehe, du warst fleißig. Diese Männer gehören verschiedenen Stämmen an. Sie sind vereint in dem Wunsch, Braddock zu vertreiben. Die Abenaki, die Lenape, die Shawnee. Und du? Für wen stehst du? Mich selbst. Was soll ich tun? Du hilfst ihnen bei der Vorbereitung. Folge mir.